Lächeln ist einfach. Wenn der Finanzpartner spontan mit einem Kredit helfen kann. Und da ist er nun, der zweite Neuzugang, Lukas Albrecht. Hallo und herzlich willkommen in Offenbach. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich. Ja, und du bist ja ein richtig großer Recke. Wir haben eben den Stuhl erstmal ein bisschen runtergefahren, damit wir auf einer Ebene ein bisschen kommunizieren können. Wie groß ist das Gardemaß genau? 1,92, 1,93 so. Ne? Manchmal ist man ja größer, mal kleiner. Okay, aber das heißt wahrscheinlich dann so für die Innenverteidigung ein ordentliches Maß. Ja, ich denke, es ist schon ein kleiner Vorteil bei Kopfwellen. Also ich denke, es ist schon gut für die Position. Und das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Frage, ist wahrscheinlich auch so die Position, die angedacht war, für die du geholt wurdest, ne? Ich denke schon, ja. Also da muss man natürlich den Trainer fragen, aber ich bin jetzt erstmal so hierher gekommen, dass ich auf dieser Position mich darauf einstelle. Bei dir muss ich ja so fragen, für was bist du eigentlich gekommen? Denn ich habe gehört, du bist ja eigentlich auch gelernter Stürmer, ne? Ja, richtig. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben bis vor 2 Jahren quasi immer im Sturm verbracht. Und ja, dann bin ich so ein bisschen immer geswitcht und hin und her und jetzt bin ich eigentlich hinten froh und ansässig, aber es ist auch das eine oder andere Mal auch noch in den letzten Saisons vorgekommen, dass ich doch dann wieder vorne aufgetaucht bin, also ja, es ist alles möglich, würde ich sagen. Also so ein kleines Kopfballungeheuer aus der Abwehr kommend? Ja, es ist zumindest immer der Versuch da, dass man ab und zu mal da aus Versehen einen einnickt vorne, aber ja, vor allem ist es erstmal natürlich das Ziel, hinten zu sorgen, dass nicht allzu viele Bälle ins eigene Tor fliegen und dann ist es natürlich umso schöner, wenn man mal aus Versehen vorne eintrifft. Und wie kam das? Wer hat dich da sozusagen umfunktioniert oder umgebaut? Das war aber jetzt mein ehemaliger Trainer in Neustrelitz, der Herr Petersen. Und der hatte da auf einmal eine Eingebung über Nacht, weil da war ich eine Woche krank, glaube ich, und konnte nicht trainieren und sollte dann nur im Abschlusstraining so ein bisschen mal einen Innenverteidiger da so ein bisschen von den Gegnern mal fix spielen. Und das hat ihm dann so gefallen, dass ich schon einen Tag später auf einmal da Innenverteidiger war. Als er mich dann gefragt hat, ob ich das da machen möchte und ich Nein gesagt hat, das hat ihn in dem Sinne nicht so interessiert. Und da bin ich immer sehr dankbar, dass er das trotzdem durchgedrückt hat, weil er da was gesehen hat in mir. Und ja, jetzt bin ich sehr froh, dass dieses Experiment recht gut geglückt ist und ich mich da recht wohlfühle. Aber als Stürmer, da hat man ja so ein gewisses, Tor-Ego schon auch mit dabei. Das muss man dann auch erstmal ablegen, oder? Ja, aber vielleicht war das bei mir so, dass das nicht allzu stark ausgeprägt war damals, dass ich jetzt vielleicht nicht Ego genug war. Und deswegen kann ich auch gut damit leben, wenn ein anderer meiner Mannschaft die Tore schießt. Deswegen war das nie für mich ein Problem, zur Jubeltraube zu laufen, wenn ein anderer das Tor gemacht hat. Also gar kein Problem. Jetzt sind wir schon mittendrin im Sportlichen und so wie das hier vielleicht auch in der Mannschaft dann passen könnte. Was uns natürlich interessiert, wo genau kommst du her? Wo hast du die ersten Schritte gemacht, die ersten fußballerischen Tritte gegen den Ball sozusagen? Ich komme aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern, genau aus Neubrandenburg. Das ist so in der Mitte zwischen Rostock und Berlin. Dann bin ich da aufgewachsen und habe da eigentlich bis zur A-Jugend meine ganze fußballerische Laufbahn verbracht. Bin dann zu Hansa Rostock gegangen in der A-Jugend, habe da auch viele Jahre verbracht, 4,5 Jahre insgesamt. Und ja, das waren so meine ersten Tritte gegen den Ball, würde ich sagen. So bin ich. Ein geiler Traditionsclub, ne, Hansa. Bist du mit der Kocke gefahren? Ja, also das war natürlich, für uns war das damals, oder ist es ja immer noch in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es nichts anderes eigentlich. Also wenn man früher in die Schule gegangen ist und da gab es einen Dortmund-Fan, einen Bayern-Fan, da hat man dann sich immer gewundert, wie das sein kann, weil man es nicht verstehen konnte. Und ich denke, das ist ähnlich wie hier. Da gibt es, denke ich, auch nichts anderes in der Stadt. Und so sollte es eigentlich mal sein. Man sollte immer ein bisschen regional verbunden sein. Und daher kam damals für mich nichts anderes in die Tüte. Jetzt hatte ich dich aber so ein bisschen unterbrochen, dann ging es dann nach Rostock, da warst du ziemlich lang, das hast du schon ausgeführt. Dann aber kam Kassel oder kam noch was dazwischen? Neustrelitz, glaube ich, noch? Genau, dann kam erstmal Babelsberg, da bin ich dann auch quasi innerhalb der Liga im Winter zu Babelsberg gewechselt in die dritte Liga, wo wir leider abgestiegen sind. Dann bin ich aber, weil ich mich trotzdem auch wohlgefühlt habe, da bin ich da dann noch geblieben, auch in der Regionalliga 2 Jahre, bevor ich dann quasi über Neustrelitz bei Kassel gelandet bin. Also bist schon ein bisschen rumgekommen und in Kassel, da hast du ja zuletzt auch eine richtig gute Rolle gespielt und standst dort hinten in der Abwehr und ich glaube, an der Abwehr hat es auch nicht gelegen. Nee, ich glaube, es hat ja an sich nicht an der ganzen Mannschaft nicht gelegen. Wir sind natürlich, das weiß ja jeder, nicht sportlich abgestiegen, sondern aufgrund der -9 Punkte. Ich glaube, der OFC kann das ein bisschen nachvollziehen, wie schwer das wirklich ist, wenn man das ganze Jahr von Anfang an mit diesen -9 Punkten dahinterherläuft. Das ist echt hart.
Und ich bin trotzdem stolz, wie wir das trotzdem noch gemeistert haben, quasi bis zu diesem Punkt. Wir haben jetzt, sage ich mal, regulär 47 Punkte geholt. Das ist, denke ich, okay. Es hat am Ende leider nicht gereicht. Das ist sehr traurig, weil wir uns das verdient hätten. Aber ja, diese minus 9 Punkte waren einfach für uns nicht zu kompensieren. Und in Kassel hast du ja dann auch mit einem richtigen Offenbacher Bub zusammengespielt. Vielleicht hat er dir auch schon ein bisschen so erzählt, was so in Offenbach so auf dich zukommt. Ja, genau. Also vom Sascha hat man nie ein schlechtes Wort hier gehört über Offenbach. Deswegen hat man merkt das ja schon, ob einer immer mal wieder so alte Storys raushaut aus seiner Vergangenheit. Und das, er hat oft Sachen erzählt, ob es Spiele waren oder mit Mitspielern. Und da hat man schon gemerkt, dass er sich wohlfühlt hier oder wohlgefühlt hat in Offenbach. Er kommt ja auch von hier, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er hier sogar geboren ist. Aber auf jeden Fall hat er mir auch dazu gratuliert, ja, zu dem Schritt. Er hatte mir schon geschrieben. Und es gab sowieso eigentlich relativ wenige, die da jetzt gesagt haben, oh Gott, was machst du da? Sicherlich wissen wir alle mit Kassel, mit den Fans, das ist sicherlich auch viele das nicht verstehen können, aber... Mögen uns nicht so sehr, oder? Ja, ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit wahrscheinlich bei den Fans, dass sie sich gegenseitig... Das ist halt im Fußball, das ist der Derby-Charakter und ich fand es auch immer geil, als wir hier als Auswärtsmannschaft gespielt haben und wenn man dann auch erstmal als Gast ausgepfiffen wird, dann kann er das auch pushen, aber ich bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn ich dann quasi hier als Heimmannschaft auftrete. Jetzt haben wir schon so ein bisschen das verbindende Element mit dem Sascha gehabt zu Offenbach. Was weißt du denn sonst so rund um den Club, um Kickers Offenbach? Was sagt dir das? Ja, ich glaube, Offenbach ist ja kein unbeschriebenes Blatt in Deutschland. Ich glaube, man kann neutral auch dazu sagen, dass es sicherlich kein Club ist, der in die Regionalliga gehört. Und ich habe ja hier schon zu Drittliga-Zeiten auch mit Rostock gespielt, noch im alten Stadion sogar, was ja auch ziemlich geil war, muss ich sagen. Und ja, deswegen war das immer so. Dabei, als Berger dieses sensationelle Tor, diesen Heber da reingemacht hat. Ja, also ich fand es in dem Moment jetzt nicht so sensationell, als er den da reingelupft hat, aber ich habe ja sogar noch mit ihm zusammen gespielt, er ist ja noch nach Rostock gekommen zu uns später. Ich meine mich nur noch daran erinnern, dass er uns das ab und zu noch aufs Brot geschmiert hat, aber nee, also das habe ich noch mitgenommen, das Spiel damals, dann auch hier nochmal im neuen Stadion nochmal mit Rostock. Also ja, man weiß, wo Offenbach steht. Ich kenne jetzt, wenn ich mich recht erinnere, jetzt nicht persönlich irgendeinen Spieler hier, aber ansonsten weiß man ja, glaube ich, man kriegt ja genug mit im Fußball, dass Offenbach relativ bekannt ist. Jetzt hast du ja schon zahlreiche Gespräche geführt bis hin zum Vertragsabschluss, deswegen sitzen wir ja jetzt hier auch schön zusammen. Was ist so dein Eindruck? Du hast jetzt wahrscheinlich auch schon mal mit dem Trainer gesprochen, mit dem Sportdirektor, der erste Eindruck vom UFC? Durchaus positiv, also auch jeder, ob sich auch der Teammanager so bei mir gemeldet hat, das sind alle wirklich sehr nett, haben mich gut aufgenommen und das gibt dann immer direkt das Gefühl, dass man alles richtig gemacht hat. Und also ich fühle mich gut aufgenommen bis hierhin und ich denke, das wird sich auch hoffentlich nicht ändern. Und ja. Also. Weißt du denn auch schon, mit welcher Nummer du spielen wirst? Ist das mit Bestandteil der Vertragsverhandlungen? Ich glaube, jetzt die 29 nehmen zu dürfen. Ich habe da immer so ein bisschen Aberglaube, dass ich mich freue, wenn die 9 mit drin wäre. Die jeweilige Stürmer und der Abwehrspieler, die 2 und die 9. Allerdings mit der 9 dann hinten rumzulaufen, hatten wir eben schon, wie der Papadopoulos bei Hamburg, das sieht dann doch ein bisschen komisch aus. Deswegen glaube ich, wird die 29 mir, denke ich, auch ganz gut stehen. So, und jetzt von Kassel bis hierher ist ja eine kleine Distanz und überhaupt, wenn du da oben mehr zum Norden kommst, das heißt, da steht auch ein Umzug an. Das ist richtig, aber es ist auch so, dass meine Freundin hier in Frankfurt wohnt und arbeitet. Und das ist so ein Stadtteil von Offenbach dort westlich. Ne? Genau, ein kleiner Stadtteil von Offenbach. Und ja, da werden wir dann quasi uns zusammen eine Wohnung suchen. Das heißt, es war auch familiär sehr wichtig und das passt. Also auch in dieser Hinsicht. Da sind wir mal sehr gespannt, wie wir deine Leistung dort hinten im Zentrum, wahrscheinlich dort im Abwehrzentrum, genießen können. Wünschen dir viel Glück und schön, dass du bei uns bist. Dankeschön.